Ja, schon lange haben die besten Wissenschaftler der Erde, die zweiten Scientists for Future 2, Initiative Weltrat, vom Weltrat der Weisen, from the World's Council of Wise People, vom Rat der Weisen, also die zweiten Scientists for Future 2, die Lösung angeboten sozusagen. Die Lösung, die so aussieht, ja, hier kann ich sie kurz zeigen. Da haben die zum Beispiel schon im Mai, am 18., 19. Mai, war also eine Veranstaltung angesetzt, wo Luisa Neubauer, Greta Thunberg und so weiter die ersten 900 Milliarden fürs Klima, den sogenannten 900 Milliarden Sieben-Jahre-Plan, hätten abholen können sozusagen, und wir hätten schon längst, könnten wir bei den Reformen sein, die diese 900 Milliarden generieren. Wir hätten schon dem Kohlestopp 2026 näher kommen können. Vielleicht hätten wir schon in ein paar Monaten dann das erste Kohlekraftwerk stilllegen können und so weiter. Aber irgendwas läuft da völlig schief bei Fridays for Future, dass sie also quasi alles tun, um dieses Angebot nicht anzunehmen. Obwohl sie alle Bescheid wissen, hunderte von E-Mails sind an diese Gruppierung gegangen, Gespräche und so weiter, teilweise stundenlange Telefonate. Aber nein, man will nicht. Und jetzt zeigt sich auch, dass langsam die Zeit zu Ende geht, dass es bald vorbei ist. Denn Bouffier von der CDU, einer der großen Namen der CDU, zeigt jetzt schon, na, dass man sich das nicht mehr weiter gefallen lassen wird von Greta. Also die Art, wie die Politiker angesprochen werden und so weiter, das empfinden die natürlich nach und nach dann doch als Unverschämtheit. Also es wird irgendwann aufhören, dass die beschimpft werden von Greta und von den anderen, von Luisa und so weiter, dass die sich dann auch noch mit Klatschen bedanken dafür, dass sie beschimpft werden. Bouffier zeigt schon, was man in der CDU denkt, nämlich dass es Schluss genug ist mit diesen Unverschämtheiten. Ja? Also das heißt, also da wird nicht viel kommen. Und es zeigt sich auch ein deutliches Kontra, aber das liegt eben an den jungen Leuten, da stimmt eben irgendwas nicht. Irgendwas läuft da völlig schief, ja. Und ja, was wollte ich noch kurz zeigen hier? Ja, es ist eben so, wenn man so revolutionär die gesamte Welt verändern will und das gesamte bisherige Wirtschaftssystem so radikal verändern will, dann muss man sich eben an die Kopernikusse der Welt, die Keplers, die Galileis, die Newtons und die Mendels und die Wallaces und die Darwins halten, also an die besten Wissenschaftler der Erde, und an der nächsten Stelle stehen nun mal halt jetzt hier die zweiten Scientists for Future 2. Jetzt kann man natürlich einfach behaupten und sagen, nö, das ist nicht so, das sind nicht die besten Wissenschaftler der Erde. Gut, das kann man machen, aber das kann man sich doch nicht erlauben, man muss doch jede auch nur noch so kleine Chance nutzen, wenn man bis jetzt in Wirklichkeit gar nichts bekommen hat. Man bekommt, das europäische Angebot ist nichts, von der von der Leyen, das ist eine Lachnummer, und das von der Frau Merkel, das Klimapaketchen ist eine Lachnummer, weil die ohne die besten Wissenschaftler der Erde doch gar nicht wissen, wie man Deutschland so reformieren kann, dass man dann locker 900 Milliarden in 7 Jahren locker machen kann für Klimaschutz, für Kohlestopp 2026 und so weiter. Ja? Also auch das, was angesprochen wird, nämlich jetzt ein ökologisches Wirtschaftswunder zu erzeugen. Das können eben nur die zweiten Scientists for Future 2, und das können eben nicht die, die jetzt beschworen werden. Es wird in Deutschland ohne die zweiten Scientists for Future 2 kein ökologisches Wirtschaftswunder geben, weil die Realitäten einfach anders sind. Da sind Vereinbarungen zwischen Politikern und Konzernen geschehen. Die Politik ist da im Wort, das sind Absprachen und so weiter, die eben nicht zulassen, dass wir jetzt einfach mal so auf die Schnelle alles umbauen und dabei sozusagen die Vereinbarung mit den Firmen, die getroffen worden sind in den letzten Jahrzehnten, die Versprechen, die da abgegeben wurden, dass da jetzt einfach mal all diese Versprechen gebrochen werden und dann man radikal versucht, ein
ökologisches Wirtschaftswunder zu erzeugen. Das wird nicht kommen ohne die zweiten Scientists for Future. Nur die können das, weil die bis zu 500 Milliarden Euro pro Jahr plus machen können, indem sie die soziale Marktwirtschaft auf sanfte und behutsame Weise mit wissenschaftlicher Präzision beenden und sozusagen dieses verrückte Gesellschaftssystem auf eine sanfte und behutsame und alle mitnehmende und alle entschädigende Weise mitnehmen, sozusagen. Es wird dann keine Widerstände geben. Eine simulierte Bundestagswahl hat ja schon gezeigt, dass über 50% der Wähler begeistert sind von diesem Weg des sanften Beendens der sozialen Marktwirtschaft bzw. des Kapitalismus. Aber ohne die wird es nicht gehen, und bei Fridays for Future läuft alles schief. Also die tragen, also wenn beim Klima nichts passiert bisher, dann liegt das an Fridays for Future, an Greta Thunberg, an Luisa Neubauer und all den anderen, denn die wissen alle Bescheid, die sind alle angemeldet worden, die stundenlange Telefongespräche haben stattgefunden und so weiter. Und man hält halt die Nase hoch und denkt, eine junge Frau, die jetzt gerade auch wieder bei YouTube und im Fernsehen zu sehen war, die hat das so schön gesagt. Bei einem Orga-Team-Treffen hat sie zu dem Angebot gesagt, ja, ist ja nett, dass ihr uns 900 Milliarden und so weiter und Kohlestopp 26 anbietet, aber wir schaffen das auch ohne euch. Ja, tschüssi, bis bald.